gedacht hat, er wird geblitzt, weil er so kurz eingeschlafen ist und so Scheiße. Aber irgendwie so mehr als so zwei, drei Sachen sind mir nicht mehr eingefallen. Na, überleg mal in Österreich das Camp und so und das. Da war ich nicht mehr dabei. Ah, shit. Da war ich Ich auch nicht dabei. dabei. Das war Ja, geil. das Cool. war sehr gut. Das war, glaube ich, direkt die Folgesaison. Ja, stimmt. Ja, bei mir vermischen auch irgendwie die Erinnerungen so ein bisschen die Zeit, als du da warst und dann als du in Heidelberg warst und Ja. ich auch in Heidelberg war und nicht gespielt habe. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon drauf, es ist 19 Uhr. Wirklich. Wie finden wir da jetzt einen schönen Start vielleicht, indem ich hier mal meinen Bildschirm freigebe und wir mal auf die Aktion als solche hinweisen. Müsste man jetzt sehen. Herzlich willkommen zu, ich glaube, der vierten Reihe, Kirchheimer Basketballhelden. Ich freue mich ganz besonders heute, Nils Menk und Sebastian, Dr. Sebastian Adeberg, begrüßen zu dürfen. Die beiden auch langjährige Spieler der Knights, unter anderem auch Mitglied des Teams 2011, 2012. Und ich denke, das wird man im Laufe des Gesprächs auch nochmal für diejenigen, die euch vielleicht nicht so gut kennen, herausstellen. Wahnsinnig sympathische Jungs. Sagt mal Hallo in die Runde. Hallo Servus. zusammen, freut mich. Wir freuen uns sehr, hier zu sein heute. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wieso machen wir das Ganze? Kirchheimer Basketballhelden. Wir hatten schon Gespräche mit Ross Jurgensen, mit James Hayden, mit Frank Ignatovic, mit Amal Smith, Devin Oskoski, die ihr beide ja auch sehr gut kennt. Und wir wollen im Prinzip diese Corona-Zeit in irgendeiner Art und Weise versuchen, auch ein Stück weit positiv zu nutzen. Und dafür gibt es diesen Kirchheimer Marktplatz, bei dem es verschiedene Dinge gibt, die man ja, käuflich erwerben kann. Das Thema Heldentickets habe ich schon vorgestellt in den vergangenen Gesprächen. Ihr könnt denjenigen, die aktuell in vorderster Front stehen, was zurückgeben, Tickets kaufen und sie dann somit zu den Knights-Spielen einladen. Es gibt tolle Knights-Erlebnisse zu kaufen. Beispielsweise gab es ein Koch-Event mit Brian Wenzel. Ihr könnt mit Chris Schmid und Bettina Schmauder essen gehen. Also vielleicht auch für euch zwei was eine Option, wo ihr zuschlagen könnt. Es gibt Original und Raritäten und da gehe ich mal kurz drauf. Unter anderem gibt es nämlich auch Trikots. Retro-Trikots. Oh, großartig. Retro-Trikots. Und Nils, von dir gibt es leider kein Trikot. Ich weiß nicht, hast du die immer einkassiert? Ja, natürlich. Natürlich, die hängen wahrscheinlich bei dir zu Hause. Ich habe nach jedem Spiel den Dennis Rodman gemacht, Trikot ausgezogen, in die Zuschauer geworfen. Und hier gab es tatsächlich mal einen Sebastian Adelberg aus der Saison 2011, 2012. Und sieh da, es hat niemand brauchen können. Also, 30 Euro, das ist ja ein Wucherpreis. Buche. Also ein Schnäppchen, ist ja ein Legendentrikot ist das. Aber ihr seht auch, und das ist Hinweis an die Zuhörer und Zuschauer, es gibt noch genug Trikots auch aus vergangenen Saisons. Also schlagt dazu, klickt euch mal durch den Kirchheimer Marktplatz und damit ist es auch erstmal was, mach hier mal auf Stopp für diese Aktion. Also tolles Ding auf jeden Fall. Widmen wir uns euch beiden. Begrüßt haben wir euch schon. Nils, du bist 2009 zu den Knights gekommen. Bis 2012 und Ade dir erstmal natürlich noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Du hast gestern Vielen, vielen deinen, herzlichen Dank. wenn ich mich nicht Alles Gute, verändert habe, den Arneberg. Dankeschön. 36. Geburtstag. 29. 29. Ah, stimmt, Zahlendreher bei mir wieder, sorry. Wie geht es euch beiden denn? Erzählt mal, wie ihr die aktuelle Situation rund um die Corona-Krise miterlebt habt und ja, ich hoffe, ihr seid gesund. Haut mal raus, wie es euch aktuell so geht. Fangen wir an, Nils. Halt. Also, mir geht es soweit erstmal ganz gut. Die Krise hat mich jetzt persönlich privat nicht wirklich getroffen. In dem Sinne, ich habe keine Erkrankungen, Gefährdungen in der Familie. Meine zwei Kinder haben von Beginn an Notbetreuung gehabt. Das heißt, die haben auch von Beginn an oder jetzt die ganze Zeit über nicht das Problem gehabt, dass sie irgendwie nur zu Hause hängen müssen. Beruflich war ich halt ein bisschen mehr zu Hause, da ich ansonsten ziemlich viel. Ja. Erklär uns auch, was machst du aktuell beruflich? Ich arbeite in Stuttgart als Marketingmanager. Genau. Und ich wohne in Esslingen und bin deswegen mit dem Auto relativ viel unterwegs. Und ich sag mal, man muss ja auch aus so einer Situation versuchen, irgendwie das Beste zu machen. Und für mich hat das ganz klar bedeutet, das Auto kann auch mal stehen bleiben und ich bin viel zu Hause.
kann so eine Art Entschleunigung ein bisschen versuchen zu genießen. Von dem her alles halb so wild. Also ich betrachte das aus einer ganz sicheren Position raus, sage ich mal. Natürlich als Arzt wahrscheinlich ein bisschen relevanter, das ganze Thema Corona. Wie geht's dir? Wie ist es dir ergangen? Beruflich gesehen hat sich alles und nichts geändert. In dem Fach, in dem ich bin, Radioonkologie, letztendlich normaler Patientenbetrieb. Wir haben nicht runtergefahren. Das heißt, ich hatte ganz normale Arbeitszeiten. Was sich denn allerdings geändert hat, sind die Umstände. Wir mussten unsere Arbeitsplätze alle isolieren. Das heißt, jeder hat jetzt sein eigenes Büro oder durch Trennwände getrennt und sehr viel mehr über Webkonferenzen, Konferenzen anstatt Vier-Augen-Gespräch oder auch größere Veranstaltungen in Räumen. Das fällt jetzt alles komplett weg und man versucht natürlich auch den Kontakt zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen oder auch Patientenkontakt, wenn möglich, einzuschränken, sodass da Infektionsketten dann frühzeitig gestoppt werden. Wir sind bis jetzt hier in Heidelberg super durch die Krise gekommen und hatten auch in der Abteilung nur 2 Infektionsfälle, die nicht von Patienten waren, sondern wo sich die Leute privat angesteckt hatten. Das war alles sehr, sehr erfreulich und mein Chef hat einen super Job gemacht, das frühzeitig zu unterbinden und die Maßnahmen dann zu treffen, wenn sie eigentlich noch präventiv sind, statt zu reagieren. Privat getroffen ist das falsche Wort, aber es ist natürlich auch eine Anstrengung. Da muss ich sagen, da trägt meine Frau den größten Teil zu bei. Meine 2 Jungs, die 1 und 3, sind aktuell nicht in der Kita und nicht im Kindergarten, weil die zu sind, zu betreuen den ganzen Tag. Und aber wie Nils schon gesagt hat, ich ziehe da auch sehr viel positive Dinge raus. Nummer 1, sehr viel drüber nachzudenken, ist das wirklich, was wir hier alles haben, das 30. Paar Schuhe und diese Wegwerfgesellschaft, ist das das Richtige oder sollten wir vielleicht umdenken? Das Auto bleibt stehen, das finde ich noch was sehr, sehr Gutes. Aber auch zum Beispiel, dass die Kids jetzt zu Hause sehr viel Zeit miteinander verbringen können und eine ganz neue Bindung zueinander aufgebaut haben, was vorher zwar auch teilweise so möglich war, aber durch die intensiven Kontakt miteinander einfach nochmal ausgebaut wurde. Sehr schön natürlich, dass es euch soweit gut geht, dass ihr da auch die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen könnt. Der erste Kommentar von Facebook hat mich gerade eben schon erreicht und das Kompliment reiche ich gern weiter. Kai Hagenwirth möchte nämlich gern wissen, ob es an Zoom liegt, ob wir einen Filter drüber gelegt haben oder woran es liegt, dass ihr gefühlt jünger aussieht als noch den 1 gespielt hat. Also ihr habt euch gut gehalten. Das Kompliment gebe ich euch direkt weiter. Und natürlich an der Stelle auch der Hinweis an unsere Zuhörer, dass sie jederzeit Fragen an uns richten. Wir versuchen sie dann umzubekommen und den beiden dann zu übermitteln, in Hoffnung, dass sie diese auch beantworten werden. Ich denke, Nils und ich halten uns natürlich noch sehr fit nebenbei, neben den Jobs und machen viel Sport. Daran liegt es wahrscheinlich. Und unsere Kinder halten uns natürlich auch jung. Okay. Also und natürlich noch an der Morgenroutine, so das Beauty-Programm am Morgen darf nicht fehlen. Danke, Kai. Danke. Ihr haltet euch fit, sagst du, alle. Seid ihr noch aktiv beim Basketballspielen? Bei Nils weiß ich es. Was ist denn bei dir? Gelegentlich aus Spaß. Ich hab noch sehr viel Spaß dran. Es funktioniert auch noch ziemlich gut. Wochenende ist mein letzter Dank passiert. Das war sehr gut. Aber ansonsten bin ich, was die Sportarten so angeht, ein bisschen umgeschiftet. Ich fahre viel Fahrrad, bin aber auch aktiv und halte mich im Fitnessstudio fit, beziehungsweise aktuell jetzt zu Hause. Und bin da aber auch zufrieden mit, muss ich sagen. Nils, du spielst in Zuffenhausen? Nein, wie kannst du sowas behaupten? Nein, ich spiele bei den PKF Titans in Stuttgart, also praktisch beim Erzrival. Oh, toll. praktisch unser Kralsheim von damals. Okay, also. genau, also ich bin jetzt in der 2. Saison dort. Ich liebe Basketball einfach immer noch. Es macht mir Spaß. Natürlich stecke ich nicht mehr dieselbe Zeit rein. Aber es ist dort, sage ich mal,
Ja, eigentlich so die perfekte Balance zwischen, es geht immer noch um was, aber ich trainiere jetzt auch nicht mehr jeden Tag oder so. Und wir haben da ein bisschen was gestartet in den letzten Jahren. Wir sind jetzt in die zweite Regionalliga aufgestiegen, haben uns jetzt in der Aufstiegssaison da auch sehr gut gehalten, direkt vorne mitgemischt. Und mal gucken, so die nächsten ein, zwei Jahre, mal schauen, ob es dann vielleicht direkt nochmal eine Liga hochgehen kann. Ja, also macht viel Spaß, bin da immer noch sehr engagiert, auch im Verein, mittlerweile als Jugendkoordinator zum Beispiel. Ja, also Basketball ist einfach Leidenschaft und bleibt Leidenschaft. Du bist jetzt mit deinen 38 Jahren auch nicht mehr der Jüngste. Hast du dein Spiel in irgendeiner Art und Weise umstellen müssen oder hat sich das dadurch, dass jetzt zweite Regionalliga und zweite Bundesliga vom Niveau her dann sich doch ein bisschen unterscheidet, ganz gut arrangiert? Der Nils hat noch nie verteidigt. Also da gerade meine erste Frage wäre vorneweg gewesen, warum lachst du da so? Also, nee, es hat sich tatsächlich viel geändert. Ich meine, so meine Highflyer-Qualität von früher, die sind einfach natürlich nicht mehr da. Nein, tatsächlich in dem Sinne, ich meine, ich sag mal, früher, der Distanzwurf war definitiv eine Stärke von mir, aber der erfordert einfach viel Training, viel Arbeit. Der ist fast nicht mehr vorhanden, sage ich mal. Da ich aber auch jetzt einfach ein paar Ligen tiefer aktiv bin, bin ich da mittlerweile einfach ein Fünfer geworden, Brettspieler. Und habe aber, muss ich sagen, darin auch so eine neue Freude gefunden. Also so Post-Game, Post-Moves, da so ein bisschen dran zu feilen, ist echt da irgendwie so ein Ding geworden, in dem ich da irgendwie so eine. Ja, so einen neuen Ehrgeiz entwickelt habe. So. Von dem her, ich glaube, wenn man das vergleichen würde, ich sag mal, früher war ich Stretch-Vierer oder ein Pick-and-Pop-Player, der viel nach draußen geht und wirft. Und mittlerweile bin ich das Gegenteil eigentlich. Ja, also schon also große, große Differenzen zu früher auf jeden Fall. Wenn wir gerade beim Charakterisieren des Spielstils sind, Arne, wie würdest du dich charakterisieren? Bullyball. Was Bullyball. Bullyball. Schulter runter, alles aus dem Weg räumen. Stimmst du dem zu? Nicht so ein skillvoller LeBron, würde ich sagen. Ja. Führe es gerne noch weiter aus. Im Anschluss zeige ich zwei, drei Videosequenzen. Ja, viel Leidenschaft, viel Körper. Denke aber auch ein breit gefächertes Spiel mit vielen Qualitäten, Rebound, Assist. Denke auch Verteidigung war eher eine meiner Stärken. Und das Scoren ist dann einfach im Laufe des Spiels gekommen, dadurch, dass ich durch die anderen Qualitäten viel Spielzeit bekommen habe. Ja, früher sehr athletisch und dann halt durch meine weniger währende Trainingszeit, natürlich musste ich mein Spiel auch so ein bisschen umstellen. Ist mir aber gut gelungen und retrospektiv hätte ich mehr schießen sollen. Aber wie der Nils schon sagt, das bedarf viel Arbeit und das war dann am Schluss nicht mehr so drin. Da kommen wir später auf jeden Fall auch mal noch drauf zu sprechen, welches Pensum du da geleistet hast. Das möchte ich auf jeden Fall da auch nochmal zur Sprache bringen. Jetzt probieren wir mal, ob wir hier aus diesem Highlight-Video vier Sequenzen uns anschauen können. Stark. Euch so ein bisschen, denke ich mal, charakterisieren das Video. Nils, du kennst es gut, du hast es selber geschnitten. Video ist 4 Minuten 6, heißt Highlights 2. Bundesliga Pro A, Christian Heinz Road to the Finals 2012. Und ja, gucken wir mal. Ich glaube, das ist die erste Szene, die ich rausgepickt habe, die Ade ganz gut zeigt. Ich hoffe, man. Mismatch gegen Chris Alexander war Ja. das Problem. Dann kommt hier Nils. Stark. Wahnsinn. Ich erinnere mich jetzt noch dran. Das war so geil. Musst du nochmal die Qualität höher stellen und dann nochmal zurückmachen. Spaß, bitte nicht. Nein, 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 war nur Spaß. Ja, einmal in meinem Leben habe ich einen schönen Dank gemacht. Natürlich rein. Da ist er. Foul oder kein Foul? Auf jeden Fall, natürlich. Ja, der Sonst war auf jeden Fall am wäre Ausrasten. Ich stimme ja auch gleich auch mit aufs Parkett mit drauf. ich nicht Spiele gegen Essen, die erste Playoff-Runde.
Dann haben wir hier noch Steel von Cedric, den haben wir auch bald zum Interview. Armand und dann kommt Nils mit Stirnband. Ich muss sagen, diese Phase dann, ja. Vor allem dann die zweite Runde, das war so ein Tunnel-Feeling. Also ich habe da echt wenig bewusste Erinnerung daran. Das ist wirklich verrückt gewesen. Zumal ich zu der Zeit Vollzeit gearbeitet habe, 40 Stunden. Und nach dem Spiel dann zum Beispiel am nächsten Morgen um 8 im Büro war. Okay. Hat uns jetzt zwar nicht vom Feiern abgehalten, wie Ahmad letztes Mal schon angedeutet hat. Nee, aber hey, geile Zeit. Ey. Ich habe keine Ahnung mehr, warum ich da ein Stirnband auf habe. Und ich vor allem, warum Ade keins auf hat. Aus also, gutem Grund, aus gutem Grund. Ich habe das vorletzte Video, kann ich dir auch empfehlen, um deine Erinnerung vielleicht wieder aufzufrischen. Was mir da extrem aufgefallen ist, diese Emotionalität der einzelnen Spieler. Man sieht Ahmad in der Szene, wie er das Publikum pusht, Brandon Griffin, wie er komplett, also wirklich, das zeigt oder beschreibt auch sehr gut den Charakter der Mannschaft von damals, die einfach nicht nur diesen Erfolg hatte, sondern einfach auch diesen Erfolg auch verkörpert hat. Jetzt schauen wir uns mal die letzte Szene mal noch an. Ich glaube, das war nochmal, genau, Ade unterm Korb. Da kommt Nils nochmal um die Ecke. Ja. Also wirklich ein tolles Video, das ich nur empfehlen kann, auch für alle Zuschauer. Und ich denke, da hat man schon auch gesehen, so was eure Qualitäten auch waren. Der Trendpunkteruf bei Nils und alle der Bühle unterm Korb, wenn man es mal vielleicht so beschreiben möchte. Bevor ich jetzt näher auf die Saison eingehen möchte, nochmal einen Schritt zurück. Beim Interview mit Frankie hat er uns erzählt, wie es damals zustande gekommen ist, dass du, Adel, nach Kirchheim gekommen bist. Wenn ich mich erinnern kann, hat er dich, glaube ich, angerufen. Auf Geheiß von, jetzt weiß ich nicht mehr von welchem Headcoach, ich glaube von Oldenburg als erster. Genau. Und du warst gerade in Amerika und dann war, erzähl ein bisschen du weiter, ja. Wie es gelaufen ist. Ein Sommer wie jeder andere. Ich habe meine Auszeit genommen, war in Los Angeles bei einem Freund auf dem College Campus, habe da mittrainiert und habe dann aus Heidelberg erfahren, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. Wissentlich, dass ich in meinem Studium mich noch befinde, brach dann natürlich relativ schnell irgendwie alles auseinander und das hat mir ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen, sodass ich dann mit Frankie dann Kontakt aufgenommen hatte. Ob er mich anrief oder ich ihn, kann ich gar nicht mehr wirklich sagen. Ich glaube, so wie er es geschildert hat, dass er mich anrief, stimmt. Und ich habe ihn dann auch unterbrochen, habe gesagt, ich brauche gar nicht ausreden, ich habe einen ganz anderen Anlass, warum ich jetzt sofort mit ihm reden muss. Ich will nächstes Jahr noch spielen und ich brauche einen Vertrag. Und ich muss mein Studium fortsetzen. Also eine heikle, prekäre Mischung und Kombination, die ich in Heidelberg eigentlich perfekt hatte, die dann nicht mehr so war. Und ich habe mich dann aber im Alter von, ich glaube, das war 28, auch noch nicht gesehen, dass ich aufhöre, Basketball zu spielen, weil ich in Heidelberg eigentlich eine gute Saison hatte. Und sodass das dann zustande gekommen ist, die widrigen Umstände der Entfernung, die habe ich dann einfach mal so hingenommen und gedacht, das funktioniert schon. Ne? So war das. Und Frankie, ich meine, er hat das erzählt, ich habe unter Frankie in Langen gespielt und hatte da auch gute Jahre mit ihm. Als ich Jugendlicher war, wir sind freundschaftlich immer verblieben, er hatte mit meinem Bruder auch Kontakt und insofern war das für mich sehr, sehr klar, dass das ein realistisches Szenario ist, unter dem ich mir auch vorstellen konnte, länger zu spielen. Und dann haben wir es halt probiert mit der Fahrerei, aber da können wir gleich gerne noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Wenn ich da gleich mal was reinwerfen darf, weil ich habe keine Lust, dass es untergeht. An der Stelle auf jeden Fall, ich habe da so einen unfassbaren Respekt. Also ich meine, ich habe auch neben dem Basketball studiert, ich habe auch neben dem Basketball gearbeitet, aber nichts auf dem Level. Er hat Medizin studiert, die Entfernung wurde gerade schon angesprochen, Heidelberg und Kirchheim. Er hat das so krass durchgezogen und steht heute da, wo er einfach angestrebt hat zu stehen. Also an der Stelle Hut ab, Sebastian. Ich bin schwer beeindruckt und danke. Ich habe Respekt davor. Hammer. Hammer. Dankeschön. Danke. Es war nie leicht, aber die Leute haben mir das Ganze leicht gemacht, muss ich sagen. Also das heißt, das Team
wir haben es immer wieder befragt, ob das in Ordnung ist in der Konstellation, weil ich habe ja auch gespielt. Es war nicht nur so, dass ich im Training war und dann auf der Bank gesessen habe, sondern ich habe ja wirklich Spielzeit bekommen. Und das musste man dann von Konstellation zu Konstellation immer hinterfragen, ob die Leute das auch tolerieren und akzeptieren. Frankie hat da ein gutes Händchen für gehabt, das nie zu überreizen und dass diese Sonderposition keine Ausrede ist. Also ich habe auch schon immer im Auto dann die Leviten gelesen bekommen, was denn mit mir los sei. Und meine Beine seien so schlaff, ich soll mal wieder ein bisschen trainieren am Wochenende. Das heißt, es war schon, war fair, aber ich habe da auch nichts geschenkt bekommen von ihm, ja. Das heißt, die Manöverkritik gab es dann im Prinzip direkt auf der Rückfahrt wieder. Absolut. Und das Schlimmste war das Schweigen, muss ich sagen. Das Schweigen nach den Niederlagen. Da haben wir uns manchmal 2 Stunden lang angeschwiegen. Die Fahrstrecke kann ich am Reiten, der kann lang sein, ne? Oh ja. Vor allem, wenn wir teilweise im Stau gestanden haben. Ja. Nach einer Niederlage in Crailsheim und ich kam irgendwie um 1 nach Hause, 3 Stunden im Auto gesessen und kaum was gesprochen. Auch der Schlebowitz in seiner Jackenentasche nichts geholfen. Großartig. Großartig. Ja, den habe ich nicht bekommen, wenn wir verloren haben. Wie bist du damals zu den Nines gekommen? Du hast davor in Basel in der Schweiz gespielt. Wie kam es zum Engagement der Nines zustande? Das muss ich kurz überlegen. Zum Glück habe ich das nicht schon vorher getan eigentlich. Also ich war 2008, 2009 in der Schweiz, genau in Basel, habe dort in der ersten Liga gespielt, hatte zu der Zeit mein Studium begonnen im Schwarzwald in Furtwangen in der Nähe von Schwenningen. Und in der Schweiz kam dann ein neuer Trainer, der dann kurzerhand die komplette Mannschaft ausgetauscht hat. Und deswegen war ich dann wieder auf der Suche, aber musste das natürlich auch irgendwie mit dem Studium versuchen zu kompensieren. Mhm. Und habe im Endeffekt auf die Landkarte geguckt und gesehen, okay, Kirchheim ist ja nur fast 2 Stunden weg von da, also von der Hochschule jetzt. Ich hatte das Jahr zuvor, 2007, 2008, in Freiburg mit Radi Tomasevic gespielt. Und ihn habe ich dann damals kontaktiert, habe gesagt, hey, hier sieht es aus, ich studiere da, ich suche ein Team, wie sieht es bei euch aus? Und er hat es dann Frankie weitergegeben. Frankie kannte mich noch aus der Langener Zeit, da haben wir damals viel gegeneinander gespielt, er mit Langen und ich mit Freiburg. Und ja, dann ging eigentlich alles ziemlich schnell, hat mich zum Probetraining eingeladen, hat dann den schönen Satz gesagt, ich wollte nur sehen, ob du noch 2 Beine hast. Also ich glaube, damit hat er gemeint, er wollte einfach nur sehen, ob ich nicht völlig, keine Ahnung, außer Form bin oder eine versteckte Verletzung habe oder was weiß ich. Also er war jetzt nicht irgendwie super kritisch und ich denke, da kamen wir dann einfach schnell zusammen. Genau. Man muss ja auch sagen, dass du in der Liga bekannt warst. Also ja gut, ich habe in der zweiten Deutschland Liga... Deutschland kannte dich ja. Ja, übertreibt, meine ich. Ja gut, klar, ich hatte insgesamt 7 Jahre in der zweiten Liga, ja. Süd, wie es dann ja noch war, gespielt. Klar, da kannte ich natürlich schon das ein oder andere Gesicht, ja. Ist vielleicht ein gutes Thema, ein gutes Stichwort. Wie ist das so? Also wie seid ihr Spieler untereinander vernetzt gewesen, die jetzt nicht in der gleichen Mannschaft spielen? Also gab es da irgendwie Kommunikationskanäle, die ihr damals verwendet habt? Wie lief das ab? Gerade? Ich habe die Frage vom Inhalt nicht so ganz verstanden. Wiederholte nochmal gestellt. Also ob man sich groß kannte, wenn man nicht zusammen gespielt hat, meinst du, oder? Wenn man halt hauptsächlich gegeneinander gespielt hat, so wie heute, wenn du halt mit jedem auf Facebook gleich connected bist, den du mal in der Bahn gesehen hast. Gar nicht, im Endeffekt. Also niemand, den ich persönlich nicht irgendwo erkannte, mit dem war ich auf irgendeine Art verbunden, außer dass man sich halt vom Spielfeld her kannte. Das hat natürlich vieles erschwert damals. Ich sag mal, heute kann man mit 2 Klicks jeden Basketballverein auf der Welt anschreiben.
Die Möglichkeiten hätte ich damals auf jeden Fall gerne gehabt. Ja, von dem her, bei mir waren eigentlich die Wechsel waren fast immer über irgendwelche persönlichen Kontakte oder dann später auch über einen Spielervermittler. Genau, kann ich nur bestätigen, muss ich nichts hinzufügen. Okay. Werfen wir mal einen Blick auf das Team 2011, 2012. Yes. Wie also, Mart Smith. Teammitglieder, wie würdet ihr das Team denn charakterisieren nach der langen Zeit? Was ist euch noch in Erinnerung geblieben, wenn man jetzt mal wirklich die Mannschaft sich anschaut? Also insgesamt muss ich sagen, als ich aus der Heidelberger Zeit kam, war ich relativ gesättigt, was Basketball angeht. Und vom Spaßfaktor her habe ich das teilweise hinterfragt, was ich da mache. Diese Saison, muss ich sagen, ist für mich die persönliche Krönung dessen, was ich gemacht habe, Basketball gespielt habe. Jetzt nicht wegen meiner eigenen Leistung, aber aufgrund der Teamleistung und des Zusammenhalts des Teams. Ich habe das unabhängig vom Erfolg als so eine positive Erinnerung mir abgespeichert, weil das einfach von den Persönlichkeiten gepasst hat. Ich würde nicht sagen, dass wir das Team mit den meisten Skills war, aber wir hatten auf jeden Fall am meisten Herz und mussten uns ja auch gegen sämtlichen Shitstorm aus Düsseldorf und wo auch immer herstellen. Das hat uns einfach so viel stärker gemacht von Spiel zu Spiel. Das war sehr, sehr beeindruckend. Wie würde ich das Team charakterisieren? Als eine Einheit, und das kann ich nicht häufig sagen. Also wirklich 7, 8 Spieler plus dann noch Leute, die ihre Rolle gespielt haben, mit wenigen Minuten und trotzdem alles gegeben haben. Das habe ich so in der Konstellation noch nie gehabt. Und da bin ich extrem stolz drauf und erzähle auch noch häufig von. Sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, ich würde mal so ansetzen, meine Erwartung vor der Saison und dann, wie es sich entwickelt hat. Wir hatten die 2 Jahre vorher, hatten wir unstreitbar großartiges Talent im Team. Wir hatten mehrere Ex-Erstliga-Profis, All-Stars, sowie noch einen Randy Michael, Gordon Scott, die in Nürnberg, in Ludwigsburg und so weiter unterwegs waren. Cedric Brooks, der definitiv Erstliga-Talent besessen hat. Dann noch die Ludwigsburger Jungs, die damals noch ein bisschen eine größere Rolle im Team hatten. Philipp Heiden, Siad Chinufi und so weiter. Und die sind dann praktisch alle weggefallen. Und dann kamen vorneweg erstmal 2 Amis aus der Pro B. Und dann dachte ich, okay, gucken wir halt mal, gell? Und ja, also da hat Frankie definitiv ein geiles Händchen bewiesen. Das kann man, will ich da auch gar nicht irgendwie gemäßigter ausdrücken. Die beiden waren absolute Bombe. Mit Ahmad habe ich erst so richtig gelernt, was es bedeutet, mit einem geilen Point Guard zu spielen, was der aus dir rausholen kann. Wahnsinn. Und dann eben das auch, was Ade gesagt hat, es hat sich in der Saison so eine großartige Chemie entwickelt. Und in den Playoffs haben wir dann so Feuer gefangen, das war einfach der Hammer. War richtig geil. Und ich sag mal so, vom Charakter des Teams her, auf jeden Fall war die Stärke unsere Ausgeglichenheit. Ich habe vor extra nochmal nachgeschaut. Ich interessiere mich manchmal für Statistiken. Manchmal. Wir haben 3 Leute gehabt, die 2-stellig im Schnitt gescored haben. Das ist nicht viel, aber wir hatten 7 Leute, die mindestens 7 Punkte im Schnitt gemacht haben. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass, glaube ich, 9, wir hatten, glaube ich, 8 oder 9 verschiedene Topscorer in dieser Saison. Einfach auf die einzelnen Spiele gesehen. Und ich finde, es sind schon ein paar Hausnummern so, die da eine deutliche Sprache sprechen. Ja, also wie gesagt, tolle Chemie, tolle Ausgeglichenheit und viel, viel Herz, wie Ada auch gesagt hat. Wie habt ihr das Ganze, die ganzen Randbedingungen oder die Randbedingungen dann wahrgenommen? Es, denke ich mal, ist ja schon irgendwann durchgesickert, dass trotzdem, dass Essen geschlagen wurde, Düsseldorf geschlagen wurde, man ins Finale kommt, aber das Thema Aufstieg in die erste Liga nicht wahrnehmen kann aufgrund der bekannten Gründe.
War das für euch ein Thema innerhalb der Mannschaft? Während der Saison, also während der Spiele, muss ich sagen, habe ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Natürlich hat man irgendwie davon geträumt, zu sagen, wir steigen auf und wir versuchen es dann mal, so wie Frankie das vielleicht auch geplant hat, zu sagen, einfach mit diesem Team, das bleibt zusammen und das geht in die erste Liga. Das wäre für mich immer ein realistisches Szenario gewesen. Aber jetzt während der Saison habe ich das versucht, komplett auszublenden und versucht, professionell zu sein und zu sagen, von Spiel zu Spiel, von Halbzeit zu Halbzeit muss ich meine Leistung abrufen. Und nachher haben wir sehr viel drüber diskutiert, hätte man sollen, wie auch immer, aber da stand das Statement eigentlich schon fest, sodass dann die Diskussion eigentlich überflüssig war. Und klar, ärgert man sich, aber ich konnte die Umstände sehr gut nachvollziehen und ich muss auch sagen, ein Team, was mal in der ersten Liga gespielt hat und dann zurückfällt, gerade wenn es so ein kleineres Dorf ist, das habe ich an Mainz gesehen damals, die in die zweite Liga aufgestiegen sind und dann versinken die manchmal. Ja, und dann hat man dieses, was man in Kirchheim vielleicht hat, in der Pro A, weil die Leute mit dabei sind, hat man nicht mehr, wenn man mal aufgestiegen ist und dann eventuell noch eine schlechte Pro A-Saison nach dem Abstieg hinterher schiebt. Und da zerfällt ganz schnell so ein ganzer Verein. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Retrospektiv schade, aber vielleicht war es das Richtige. Ja, sehe ich ähnlich. Also wenn ich darüber mal nachgedacht habe, mir war völlig klar, dass wir nicht aufsteigen können. Also ich meine, man war lang genug in der zweiten Liga oder ja, in der Basketballwelt in Deutschland unterwegs. Man wusste schon ungefähr, was ein Verein braucht und es war schon klar, dass wir das alles nicht haben. Ich meine, wir haben etatmäßig noch in der Pro A, glaube ich, zum unteren Drittel, würde ich mal mindestens behaupten, gehört. Und waren eigentlich da schon die totalen Overachiever. So. Und darüber hinaus, da muss ich neulich schon denken, als bei Devin und Ahmad das Thema Marokko aufkam. In Marokko hatten wir mal so ein Team-Meeting, wo dann Devin so ganz klar und direkt ausgesprochen hat, hey, wir sind so gut, wir können eigentlich die Championship gewinnen. Und das war zumindest für mich persönlich, da will ich jetzt nicht für alle anderen sprechen, du warst ja, glaube ich, gar nicht dabei, gell? Nee, leider nicht. Genau. Aber für mich persönlich war das so ein Klick. So. Klar, man hat so vielleicht weit hinten im Kopf mal alleine drüber nachgedacht. Aber er hat das so schön direkt auf den Tisch gebracht, dass man überhaupt erstmal darüber nachgedacht hat, sportlich da mal anzugreifen. Mhm. Und für mich persönlich hat es dann bedeutet, okay, das andere lasse ich jetzt einfach mal außer Acht. Aber es ist ja im Endeffekt auch erstmal zweitrangig. Man will natürlich trotzdem so gut abschließen, wie es geht. Ja, aber als realistisch habe ich das zu keinem Zeitpunkt erachtet. Leider. Aber genau, stimmt, das wollte ich auch noch zufügen. Sorry, wenn ich gerade immer so lange rede. Der Ader hat noch gesagt, im Nachhinein, im Rückblick war es wahrscheinlich richtig. Ich kann ihm zumindest insofern zustimmen, dass ich damals aus der Spielersicht heraus es so empfunden habe, wie scheiße, wir sind sportlich eigentlich gut genug, aber dann haben wir trotzdem keine Chance, weil die Standards so hoch sind. Aber im Rückblick muss ich auch sagen, wenn ich so generell auch die Entwicklung im deutschen Basketball beobachte, die letzten 20, 25 Jahre, die Standards haben schon ihren Sinn. Also die deutsche Liga, die ist schon immer besser und besser geworden und sowas gehört halt leider einfach dazu. Es tut manchmal weh in einem kleinen Verein, wenn man vor allem selber natürlich mit drin steckt. Aber rückblickend muss ich auch sagen, es macht schon Sinn, dass es keine Erstliga-Übertragung aus der Sporthalle Stadtmitte gibt, sondern dass es halt dann schon irgendwie eine vernünftige Arena ist mit Zuschauern ums Spielfeld rum und dann sind da halt auch mal mindestens, ich weiß nicht, was ist mittlerweile das Minimum, 4.000, 5.000, sowas, gehört halt leider auch dazu, sowas. Also rückblickend sehe ich das sogar noch ein bisschen nüchterner als damals. Klar, da stand ja dann auch, mit Frankie mich da auch drüber unterhalten, da stand ja dann auch im Prinzip die Scharena in Stuttgart mal zur Diskussion. Die Knights haben ja in der vorvergangenen Saison ein Spiel gehabt in der Scharena, gerade gegen Heidelberg, gerade gegen Frankie.
Ein geiles Event, leider sportlich nicht so erfolgreich. Ich weiß nicht, ob einer von euch vor Ort war oder sich darüber Ich habe den informiert Stream angeschaut. hat. Ja, das war geil, muss man ganz ehrlich sagen, in dieser Halle zu Coole sein. Aktion, coole Aktion. War auch mit diesem Beats, sage ich schon. Coins for Cancer, wie heißt es? Ja, Genau. coole Aktion, coole Aktion. Welche Emotionen verbinden euch noch die beiden Finalspiele? Ich war ja damals in Weißenfels mit dabei beim Rückspiel. Ich meine, mich noch erinnern zu können, meine Worte, wenn Nils Mengding jetzt reinhaut, baue ich ihm persönlich ein Denkmal. Du hast leider nicht gesagt, Denkmal gibt es dementsprechend nicht in Kirche, aber welche Emotionen habt ihr noch, wenn ihr zurückblickt an das Hinspiel in Kirche, was ja wahnsinnig geil war, und dann diese knappe Niederlage dann in Weißenfels? Also, Magst du wieder anfangen? Ich sehr habe gerade schon gerne. so lange geredet. Ist okay. Also, das beim Hinspiel, gar, so viele Erinnerungen habe ich da gar nicht, weil das so ein emotionales und gutes Spiel war. Ich habe gar keine einzelnen Punkte mehr, an die ich mich erinnern kann. Ich kann mich nur daran entsinnen, dass wir wirklich überragend gespielt haben. Beim Rückspiel muss ich sagen, da habe ich gemischte Gefühle. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir unsere Top-Leistung abgerufen haben und dann, Frankie hat es erwähnt, kamen wirklich noch einige Entscheidungen, die halt nicht zu unseren Gunsten gefallen sind dazu. Das hat uns auswärts einfach das Knick gebrochen. Ja, mittelmäßige Leistung plus kein Schiedsrichterbonus, damit kann man keine Meisterschaft gewinnen. Also das müssen wir uns auch schon teilweise selbst zuschreiben, dass wir das nicht gewonnen haben. Ja, es war. Ich Dann. war ziemlich fertig danach, muss ich sagen, als wir verloren haben. Also wie glaube ich alle. Also Frankie hatte gesagt, dass er das Video erst 1,5 Jahre später wieder angucken konnte. Ich habe es mir noch nie angeguckt, um ehrlich zu sein. Ja, das hat so ein bisschen die Perfektion der ganzen Saison uns genommen. Kurzfristig, langfristig kein großer Beinbruch für mich. An der sportlichen Situation hat es nichts geändert. Das wäre das Icing on the Cake gewesen. Nils. Ja, dem stimme ich dann leider auch schon wieder einfach nur zu. Spricht für meine Meinung. Leider keine kontroversen Diskussionen heute. Nee, tatsächlich, was noch für mich persönlich mit reinspielt, ich hatte da ziemlich dumme Situation. Mich würde sogar an der Stelle interessieren, ich sage es jetzt schon mal vorneweg, ob du das überhaupt wusstest, Ade, zum Beispiel. Ich habe es nämlich geschafft, mir 3 Tage vor dem ersten Finalspiel den Rücken zu zerren. Und das ist sowas Ekelhaftes, aber ich habe es damals komplett für mich behalten. Ich habe nur mit Jürgen geredet, mit dem Ja. Physiotherapeuten, alles versucht, um das irgendwie wieder ins Lot zu bringen. Wer sich vielleicht noch erinnert, ich habe super beschissen dann gespielt, vor allem im ersten Spiel, nachdem ich eigentlich in den Playoffs gut drauf war. Und das erste Finalspiel war eine einzige Katastrophe für mich persönlich. Und es hatte tatsächlich viel damit zu tun. Deswegen war ich sowieso so ein bisschen tuned out, so auch. Aber nichtsdestotrotz will ich zuallererst mal festhalten, dass eine unglaubliche Euphorie entfacht war. Und ich sag mal, in der Realität hat man die dann eigentlich erst in diesem ersten Finalspiel so richtig gesehen, nämlich in dem Sinne, die Halle ist geplatzt, jeder hat ein gelbes T-Shirt an, ich glaube zum ersten Mal, dass wir sowas gemacht haben. Und diesen Anblick, den habe ich noch, also mit ganz viel Euphorie einfach in Erinnerung. Was die Spiele selber angeht, halt eher weniger. Was ich auf jeden Fall noch dazu erwähnen muss, ist auch, was Amat schon so schön gesagt hat, dieses Finalformat mit 1:1 Hin- und Rückspiel und dann entscheidende Differenz hat wirklich halt auch schon so viel zerstört und von vornherein an Feuer rausgenommen. Ich meine, wir gewinnen mit 6 und verlieren dann mit 9 oder so. Also sorry Leute, aber dann lasst es einfach, dann macht ein Spiel oder macht 3 Spiele. Aber dieses 1:1 ist so Elfmeterschießen. dämlich. Es ist so dämlich einfach. Und dann, was du gesagt hast, kam dann leider auch noch oben drauf im zweiten Spiel. Ich habe es mir auch nie wieder angeschaut, komplett seitdem. Da
da habe ich mich sehr, sehr betrogen gefühlt. Also ich weiß noch, dass die Endphase, wir haben auf jeden Fall ein bisschen selber verkackt, wir haben noch einen guten Vorsprung verhauen am Schluss, auf jeden Fall auch selber, aber es waren definitiv dann auch ein paar ganz, ganz komische Sachen dabei. Von dem her waren die ersten zwei Playoff-Runden sind mir deutlich präsenter und positiver in Erinnerung dann als das Finale. Ja, man muss sich die schönen Momente auch rauspicken und du hast ja auch für die Nachwelt dieses tolle Video zusammengestellt, von dem her auch nochmal die Empfehlung. Und ohne die Final-Highlights. Ja, das ist ein schlechtes Bildmaterial. Hätte die Qualität des Videos zerstört. Ja. Du bist nach der Saison, hast du die Nights verlassen? Fehlende Motivation oder besseres Angebot? Oder wie kamst du dazu? Da kam bei mir ganz viel zusammen. Ich habe 2011 mein Studium beendet und habe dann angefangen zu arbeiten auch. Also in dieser Saison habe ich Vollzeit gearbeitet dann auch und war dann aber mit dem ersten Job, den ich da hatte, nicht so zufrieden. Dazu kam dann auch, dass das Basketball technisch mich schon sehr gewurmt hat, dass es da irgendwie nicht weiterging. Ich sag mal, vor dieser Saison war ich eigentlich schon so in dem Modus, ich bin dann 30, ich ging dann auf die 30 zu, ich bin dann auch Vater geworden, war eben mit dem Studium fertig, habe gearbeitet und ich war eigentlich schon so, okay, jetzt lass mal noch ein paar Jahre ausklingen. Und da war dann irgendwie so, okay, jobtechnisch nochmal offen, basketballtechnisch war es einfach was Geiles. Und da habe ich mir dann tatsächlich auch zum ersten Mal in meinem Leben einen Spielervermittler geholt. Wie gesagt, zuvor lief das eigentlich immer so über persönliche Kontakte. Ja. Und der hat dann einfach mal ein bisschen ausgelotet. Und lange Rede, kurzer Sinn, es stand dann zur Auswahl, okay, entweder gehe ich jetzt zu einem Erstligateam, wo ich vielleicht nicht spiele, oder gehe ich zu einem Pro-A-Team, das geladen ist sozusagen, und unbedingt hoch will. Und da habe ich dann aber halt auch eine gute Rolle schon drin. Und genau das habe ich dann einfach damals in Karlsruhe gesehen. Und auch zu Recht eigentlich, weil wir waren eigentlich voll auf Kurs. Und eine dämliche Verletzung hat dann leider einen dicken Strich durch diese Rechnung gemacht. Aber eigentlich, es war eine sehr gute und richtige Entscheidung. Und wir haben vorher schon mal angesprochen, Kirchheim war wirtschaftlich halt nun mal auch nicht die Top-Adresse in der Pro A. Und das war dann definitiv auch nochmal ein weiterer Punkt in der Entscheidung. Aber bei weitem nicht der entscheidende. Also es war schon gerade dieses Sportliche nochmal basketballtechnisch, vielleicht doch nochmal 2-3 Jahre mal gucken, was so geht einfach. Mhm. Genau, sorry, ganz kurz. Und es kam noch dazu, dass diese Deutschenquote eingeführt wurde. Stimmt. Genau 2012, also zuvor kann man sagen, war die deutsche erste Liga, war die europäische CBA, wie man jemand so schön gesagt hat. Also wo praktisch die Amis spielen, die es nicht in der NBA schaffen. Und an ganz schlimmen Abenden hat man halt 10 gegen 10 Nicht-Deutsche gesehen. Und da hat sich halt dann auch viel getan. Ja. Also wie gesagt, es war echt sehr viel in diesem Sommer. Und das waren dann letztlich die Gründe. Ja. Arne, du hast durchgehalten, bis Frankie nicht mehr Trainer war. Wegen der Fahrtstrecke war dann für dich einfach auch die Belastung. Ich glaube, du hast danach auch deine Basketballkarriere beendet, oder? Genau, richtig, ja. Ich war in meinem dritten Assistenzarztjahr, sodass ich für mich auch die Frage gestellt habe, wie geht's weiter? Die berufliche Karriere, das muss man sagen, so ab dem zweiten Jahr muss man das sehr, sehr forcieren, wenn man da in der Uniklinik gerade weiterkommen möchte. Mhm. Frankie hat gewechselt, sodass noch nicht ganz klar war, was er machen würde. Und ich habe kurz damit mit mir ins Gericht gegangen, habe gefragt, was ich wirklich möchte. Und ich wollte für mich nie den Augenblick verpassen, aufzuhören, wenn ich noch spielen kann, also gut spielen kann. Nils, du wirst das wahrscheinlich irgendwie kennen. Wann ist der Punkt? Ich habe das gar nicht irgendwie an Punkten oder Statistiken festgemacht. Dadurch, dass ich aber auch nicht jeden Tag trainieren konnte, habe ich gemerkt, dass das nicht mehr das ist, wie ich mir das vorstelle. Also ich wurde mir selbst zwar noch gerecht, aber es war gerade immer so an so einer Grenze. Das hat man vielleicht auch in meiner ersten Saison in Kirchheim gesehen, als ich mich verletzt habe.
Ich möchte sagen, sowas wäre mir in Heidelberg nicht passiert, wenn ich, als ich mich voll darauf konzentrieren konnte und nicht diese lange Fahrten und die Belastung hatte. Den Punkt wollte ich nicht verpassen und zu sagen, ich reiße mir jetzt noch das Kreuzband, nehme das noch mit und höre dann auf zu spielen. Die letzte Saison war jetzt nicht die erfolgreichste, haben wir alle in Erinnerung, beziehungsweise ich habe es fast verdrängt, aber für mich war das ein runder Abschluss insgesamt. Nils, du bist... Das waren noch 2 Jahre, oder? Bis 2014? Ja, das waren noch 2 Jahre. Bis Frankie gegangen war. Ja, genau. Das wusste ich nämlich nicht mehr. Genau, und nach der Vizemeisterschaft war der sportliche Abstieg. Platz 10. Und dann, glaube ich, Platz 9 oder 10. Ja. Im letzten Jahr von Frankie und dir. Genau, ja, nee, mit dem sportlichen Abstieg wäre ich auch nicht gegangen. Hättet ihr mich noch bis 40 weiterspielen sehen, bis das dann funktioniert. Deine Wege haben sich nochmal mit Frankie gekreuzt nach deinem Jahr in Karlsruhe. Bist du nach Heidelberg gegangen? Wie war da die Zusammenarbeit mit Frankie? Ja, ich bin dann auch so, ich war dann 32, da reden wir jetzt vom Sommer 2014. Da war ich dann auch an so einem Punkt angelangt, den der Ade gerade so ein bisschen geschildert hatte. Ich hatte in Karlsruhe eine unglaubliche gesundheitliche Pechsträhne. Ich hatte passenderweise im Jahr 2013, ich hatte einen Syndesmoseriss im Fuß, ich hatte einen Bandscheibenvorfall und ich hatte pfeifisches Drüsenfieber. Ich glaube, ich war 6 von 12 Monaten einfach nur krank oder in Reha oder was weiß ich. Und das hat schon richtig viel kaputt gemacht. Also allein, wenn ich dann denke, die erste Saison in Karlsruhe bis zu diesem Zeitpunkt und dann die zweite, Katastrophe halt. Und 2014 dann, wie gesagt, da war dann der Vertrag in Karlsruhe zu Ende. Und da war ich aber dort noch nicht ganz bereit aufzuhören. Und da hat es dann einfach auch gerade reingepasst, dass der Frankie, dass ich dann mitbekommen habe, dass er nach Heidelberg geht und habe ihn dann auch einfach kurz angerufen. Habe gesagt, wie sieht's aus? Brauchst vielleicht noch ein bisschen bisschen Unterstützung auf der Auswärtsfahrt beim Schliwowitz trinken oder so. Nee, aber es ging dann auch sehr, sehr schnell im Endeffekt. Also ich habe ihn angerufen, er wusste Bescheid, ging dann ziemlich schnell. Aber es war dann wirklich, alles das, was Ade gerade beschrieben hat, hat dann einfach zugetroffen. Ich hatte da echt extrem abgebaut. Es war keine schlechte Saison. Heidelberg war zuvor noch nie in den Playoffs. Das haben wir dann zum Beispiel geschafft. Und in den Playoffs habe ich mich auch noch mal gut steigern können und auch gute Playoffs gespielt. Hat dann auch Spaß gemacht, rauszufliegen gegen den späteren Meister aus Gießen, aber halt vor 3000 Leuten da in der Halle. War auf jeden Fall trotzdem eine schöne Erfahrung noch. Aber dann war so der Punkt, okay, so mache ich jetzt nicht mehr weiter. Wie gesagt, dann ging ich auf die 33 zu und das zweite Kind war dann unterwegs und dann meine jetzt Ex-Frau kommt aus der Stuttgarter Region und da wollten wir eigentlich immer langfristig wieder hin. Also ich zähle jetzt Kirchheim einfach auch mal noch zum Großraum. Und 2015 haben wir dann gesagt, okay, jetzt machen wir endgültig den Switch. Ich suche mir dann einen Fulltime-Job, Basketball gerne noch nebenher oder als Türöffner in dem Fall auch für einen Job. Und da werden wir jetzt uns langfristig niederlassen. Und genauso hat es dann eigentlich auch ganz gut geklappt. Also ich bin jetzt seit 2015 so im Stuttgarter Raum, so im Amateurbasketball unterwegs, noch nebenbei. Und ist dann eigentlich alles ganz gut gelaufen, was das Basketballtechnische angeht. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du wohnst in Esslingen, Ade, du in Heidelberg oder bei Heidelberg. Passend dazu die Frage von Stefanie Bader über Facebook, ob ihr manchmal noch zu Besuch in der Sporthalle Stadtmitte seid. Zuletzt muss ich sagen, war ich als Moderator dort. Ich glaube, das ist aber schon über 1,5 oder 2 Jahre her. Weißt du noch, gegen wen das war? Gegen Heidelberg, ja. Gegen Heidelberg, okay. Ja, ich bin sogar,
mit dem Heidelberger Bus gekommen. Ja, ja. Doch, also das werde ich auch nochmal machen. Ich hatte das letzte Mal abgesagt, weil es mir nicht reingepasst hat, weil mein zweiter Sohn auf die Welt gekommen ist. Aber dieses fragt mich nochmal an, ich komme. Gebe ich weiter. Nils, du bist auch ein andere Mal zu hören über den Livestream. Ja, ja, also das ist tatsächlich auch der Hauptgrund. Also ich bin halt schon an dem Punkt, wie gesagt, ich stecke auch in mein persönliches Basketball-Ding natürlich nicht mehr die Zeit rein. Und dann noch in meiner Freizeit tue ich mich mittlerweile doch schwer, noch in irgendeiner Halle rumzuhängen. Mhm. Aber diesen Livestream, den kommentiere ich ab und zu. Ich glaube, das habe ich jetzt bestimmt schon 7, 8 Mal gemacht. Das macht mir auch echt sehr, sehr viel Spaß. Aber das ist tatsächlich dann auch echt immer so der Hauptanlass, um mal wieder dort zu sein. Aber macht immer Spaß. Es sind immer noch die gleichen Gesichter unterwegs. Uli Tangel kommt immer noch mit Lakers Mütze und Lakers Jacke da und hockt da an der Grundlinie in der ersten Plastikstuhlreihe. Du bist immer noch der Hallensprecher. By the way, auch mal an dich den Respekt. Echt der coolste, geilste Hallensprecher auf jeden Fall. Ich bin immer froh, dass wir dich auf unserer Seite hatten und der Pimp damals bei den Kralsheimern war. So engagiert und cool er war, aber so over the top war er dann auch. Und du hattest da immer ein geiles Mittelmaß, fand ich, zwischen Engagement, aber dann immer noch eine gewisse Klasse. Doch ab und zu aus der Halle geflogen. Das auf jeden Fall, ja. Ich bin jetzt auch verheiratet. Ja, sehr cool. Abgesehen von euren Aktivitäten in NightsTV, verfolgt ihr die Kirchheimer Basketball noch im Allgemeinen oder auch speziell? Schaut ihr, wenn ihr aufs Handy schaut, Samstagabend, wie haben die Knights gespielt oder interessiert ihr euch einfach generell noch für Zweitliga-Basketball? Nils? Okay. Das mehr zu erzählen. Wir hätten uns vorher so Zeichen überlegen sollen. Ja. Ja, genau, jetzt du. teilweise. Also ich habe zum Beispiel jetzt gemerkt, ich hatte eins der letzten Spiele noch kommentiert. Gegen Heidelberg. Ja klar, da habe ich ja dann auch Frankie mal wieder gesehen. Da habe ich gemerkt, okay, ich bin eine Weile raus. So, da habe ich, weil ich habe mich ein bisschen vorbereiten wollen. Ich will da schon versuchen, auch was Sinnvolles zu erzählen. Habe mir dann wirklich mal ein bisschen die Teams und die Saisons und so weiter angeschaut. Habe gemerkt, okay, mittlerweile, ich kenne schon immer noch den einen oder anderen Namen, aber es ist nicht mehr das Gleiche. Von dem her definitiv jetzt nicht, dass ich jedes Wochenende auf den Ticker schaue. Aber so hier und da mal guck ich was so abgeht. Ich sag mal so, vielleicht alle paar Wochen oder wenn sowas ansteht wie in der Schar Arena letztes Jahr, war natürlich cool, sich sowas anzuschauen. Oder Playoffs sich dann mal ergibt. Ja, also von dem her nicht regelmäßig, aber immer wieder. Ich würde sagen, bei mir ist noch unregelmäßiger, aber ich versuche mich auch ab und zu am Laufen zu halten. An den Heidelbergern bin ich immer mal dran, also einmal im Jahr versuche ich da in die Halle zu gehen. Nehme jetzt meine Kinder auch mit, das liegt einfach näher, weil ich nur mit dem Fahrrad hinfahren muss. Ja. Und in dem Rahmen gucke ich natürlich, wo meine alten Teams stehen. Also sei es die Mainzer in der Regionalliga oder in der zweiten Regionalliga und die und ihr natürlich in der Pro A. Mhm. Ich habe es auch Mittwoch Ross und James natürlich gesagt. James dürftest du ja auch öfters sehen, Nils, ist ja der gleichen. Ja, auf jeden Fall. Aktiv. Man freut sich natürlich immer, wenn man ehemalige Spieler sieht. Ihr seid immer herzlich willkommen natürlich in der Sporthalle statt mit der. Ihr müsst da nicht immer zum Arbeiten kommen, ihr dürft da gerne auch mal einfach das Spiel genießen. Da freuen wir uns natürlich immer. Auch ja, dann darf die Geschäftsstelle aber nicht immer so mit den Tickets geizen. Also immer so ein kleiner Rat an der Stelle. Geschäftsstelle hört bestimmt mit und wird sich das hinter die Ohren schreiben. Auf Geschäftsstelle, Chris Schmidt und Co. Rück die Tickets raus. Nächstes Mal nichts mehr unter VIP, bitte. Melde dich das nächste Mal bei mir dann einfach. Okay, ich nehme dich beim Wort. Also jetzt haben wir schon ein paar Mal das angeschnitten, das Thema die lange Fahrtstrecke mit Frankie. Jetzt gebe ich dir einfach die Möglichkeit,
da noch die eine oder andere Anekdote loszuwerden. Erstmal großen Dank. Erstmal sehr, sehr großen Dank. Ich wurde 4 Jahre hin und her kutschiert, ohne einen Unfall, dass ein Unfall gebaut wurde. Frankie hat einmal einen Unfall gebaut, da war ich nicht im Auto. Also da hat es die Beifahrertür erwischt. Also irgendwie gutes Timing gewesen. Nee, auch das, er hat mir das ja ermöglicht. Also der Verein hat mir ermöglicht, dass ich das machen kann. Da vielen, vielen Dank an alle, die Verständnis hatten, auch von den Offiziellen. Und Frankie, der das sportlich ermöglicht hat, aber auch logistisch ermöglicht hat, dass ich überhaupt da hingekommen bin. Also es war eine Kombination aus sehr vielen Umständen. Anekdote mit Frankie. Tja, oh ja. wir haben immer mal ein paar Freunde von Frankie mitgenommen. Das war auch immer sehr, sehr amüsant. Und ab und zu waren es Bauarbeiterkollegen, die wir mitgenommen haben. Und der eine war richtig betrunken. Und das ist ja nicht so, dass wir da nur kurz in der Halle, also kurz im Auto sitzen, sondern wir sitzen 2 Stunden im Auto. Frankie meinte nur so, Ade, Entschuldigung. Und hat mich reingelassen und saßen dann 2 Stunden zusammen im Auto. Ja, aber Anekdoten waren auch, also viele gute Gespräche, muss ich sagen. Ich habe Frankie, weiß ich noch, von meiner jetzigen Frau erzählt und wir haben dann darüber philosophiert, ob das was werden kann oder nicht und auch irgendwie Fernbeziehung und viele unterstützende Gespräche. Manchmal haben wir uns auch einfach angeschwiegen. Er musste mich ertragen, wenn ich ins Auto gestiegen bin und einfach nach 2 Minuten eingeschlafen bin, wie Cedric Brooks im Bus und einfach durchgeschlafen bis kurz vor der Halle und dann direkt ins Warm-up nach 1,5 Stunden Schlaf. Also eine skurrile Zeit, muss man sagen. Kommt wahrscheinlich so nicht wieder. Und nicht nur ich war Beifahrer, sondern auch Frankie musste mich ertragen als Beifahrer. Ich kann mir auch vorstellen, dass du auch das eine oder andere interessante Telefonat verfolgen durftest. Ja, ich in der Zeit fühlte ich mich so, als könnte ich Serbo-Kroatisch sprechen. Fluchen geht immer noch. Genau. Ja, ne, es war witzig, ja. Nee, sehr super schön. Spannend. Dadurch habe ich ja auch einen riesen Eindruck in Frankies Umfeld bekommen. Also alle seine Freunde waren irgendwie auch mit mir bekannt, die dann im Auto mal saßen. Das war schon sehr intim und sehr spannend, ja. Sag mal kurz, wie hieß der eine, der immer so viel gelabert hat, immer über NBA und so? Tommy? Ja, Tommy. Der jede Statistik konnte. Ja, aber nein, er dachte, er kann. Er dachte, er kann. Ich kann es nicht überprüfen. Eigentlich hat er nur Schwachsinn verzapft. Tommy. Oh, herrlich, ja. Beim Interview am Montag war das ja mit Amat, meinte er, ihr seid noch in Kontakt. Regelmäßig, über was tauscht ihr euch aus? NBA oder auch privat? Wer ist der bessere Spieler, LeBron oder Kobe? LeBron oder Kobe? Das ist ja klar. Nee, Quatsch. Nee, wir haben tatsächlich echt einen geilen Kontakt behalten. Wir haben ja auch in Heidelberg dann noch kurz zusammen gespielt. Frankie hat den noch während der Saison nachverpflichtet. Seitdem haben wir uns nie wieder gesehen, also 5 Jahre jetzt her. Aber es ist wirklich witzig. Mit manchen Menschen hält der Kontakt dann trotzdem irgendwie. Wir tauschen uns eigentlich über alles Mögliche aus. Er ist mittlerweile auch Vater. Klar, Basketball, NBA ist immer ein Thema, brauchen wir nicht drüber reden, wenn da ein heißes Thema ansteht. Ja, und in letzter Zeit muss man natürlich sagen, auch über die aktuellen Problematiken. Also Corona ist in den USA ein bisschen härter getroffen als hier. Und jetzt gerade mit dieser George Floyd-Aktion beziehungsweise den Reaktionen. Das ist natürlich ein super heißes Thema, gerade bei den afroamerikanischen Menschen. Und darüber haben wir uns wirklich zuletzt ziemlich viel ausgetauscht, so über die Situation, was gibt es für Möglichkeiten und so weiter. Welche Reaktionen muss es geben, klar, aber was ist gerechtfertigt? Muss man jetzt Häuser niederbrennen oder reicht es, wenn man ein Schild hochhält? Von dem her, was so den Alltag, was der Alltag so hergibt. Sehr schön. Jetzt mit dem Blick auf die Uhr muss ich
erschrocken feststellen, es ist schon wieder eine Stunde rum, das ist der Wahnsinn, Wahnsinn, ja. wie weit immer fliegt. Ja, ich möchte mich sehr herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wie gesagt, wenn ihr Tickets braucht, meldet euch bei mir. Ich versuche es allein schon als Dankeschön, dass ihr heute eine Stunde eures Lebens geopfert habt und sicherlich auch im Vorfeld den ein oder anderen, die ein oder andere Gedanken gemacht habt. Dann ist ja doch auch schon wieder ein paar Jahre her und dann muss man sich schon mal kurz innehalten, wie war das denn damals? Ich habe den bisherigen Gesprächspartnern immer noch die Möglichkeit eingeräumt oder gerne die Möglichkeit gegeben, dass ihr einfach auch nochmal ein paar Takte vielleicht an die Kirchheimer Fans loswerdet. Das dürft ihr gerne tun. Ansonsten, wie gesagt, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch zu bedanken. Ihr wart sehr, sehr angenehme Gesprächspartner. Es war eine tolle Zeit mit euch bei den Knights. Ja, war einfach eine geile Zeit, muss ich wirklich sagen, auch für mich als Hallensprecher, für mich als Fan der Knights. Und ich würde mich total freuen, euch dann in der kommenden Saison wiederzusehen. Aber jetzt habt ihr das letzte Wort. Ade. Ich fange an. ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit euch so locker quatschen zu können. Das war mir eine Freude und auch ein Anliegen, dass ich das wahrnehme. Aber was habe ich den Kirchheimer zu sagen? Ich möchte mich nochmal bedanken. Wir hatten ja nie so eine Möglichkeit, so richtig Abschied zu nehmen. Mein letztes Spiel war ein Auswärtsspiel und dann war ich einfach weg für diese tollen 4 Jahre und den Support. Das war meine Krönung meiner Pro-A-Karriere, diese eine hervorragende Saison. Und ich bin sehr froh, dass ich die in Kirchheim hatte, auch unter diesen ganzen Umständen und mit den ganzen tollen Leuten, die ich da kennengelernt habe, sind, auch wenn ich keine engen Kontakte mehr nach Kirchheim habe, ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen. Ich komme auch immer wieder gerne und habe ein sehr warmes Gefühl. Ich glaube, das ist mir viel wichtiger, das mitzunehmen, das vielleicht auch an meine Kinder weiterzugeben, wenn die mal an die südlich Stuttgart, an diese Region denken. Und ja, vielen, vielen Dank. Wurde immer sehr warmherzig begrüßt und das bedeutet mir wirklich viel. Bin da sehr emotional und sehr dankbar. Nils. Kann ich mich auch echt wieder nur anschließen. Ich hätte jetzt gerne noch so ein paar Namen rausgehauen, aber tatsächlich fallen mir gerade nicht mehr so viele ein. Bele habe ich noch gut in Erinnerung. Oder möchte ich damals... Nils, darf ich ganz kurz einhaken? Beles Kommentar habe ich mich unterschlagen. Ihr werdet es vielleicht im Nachhinein noch lesen. Aber Bele hat auch kommentiert, was für ein Throwback, die beiden mal wieder zu sehen. Nils sieht tatsächlich nur so aus wie an seinem ersten Tag in Kirchheim, als ich. Hat sie wirklich gerade geschrieben, oder? Das hat sie vorhin schon geschrieben. Ich habe die Nachricht schon 1912 bekommen, habe sie aber bisher unterschlagen, aber passt jetzt perfekt rein. Es passt perfekt rein, weil ich wollte über meinen ersten Tag in Kirchheim kurz reden. Ah, ja, Alter, schau an. Da bin ich damals angekommen. Sie hatte einfach die Wohnung war komplett hergerichtet. Das Bett war gerichtet. Ich glaube, ich kam direkt aus dem Urlaub, spät abends. Der Kühlschrank war gefüllt. Das waren so ein paar Dinge, das habe ich vorher und nachher nie wieder erlebt. Das hat schon direkt für einen guten Start gesorgt. Die Fans waren die Fans und das Umfeld und die Helfer und so weiter. Die waren wirklich ein ganz großer Teil von dem, was die Zeit dort so speziell gemacht hat. Sportlich war es für mich definitiv auch mit die erfolgreichste Zeit. Wir waren in meinen 3 Jahren dort, waren wir Vierter und dann eben Vizemeister. In meinem Herzen natürlich Meister, aber Vizemeister. Ich hatte nirgends so viele Fans erlebt, die auf jedes Spiel mitfahren, nach Cuxhaven an die Nordsee, sind dann noch 10, 12 Leute mit, haben im Hotel übernachtet, haben ihr Sektchen gekippt im Bus und selbst im Training war immer ein Grüppchen voll Leuten. So. Und, also habe ich vorher, nachher nicht erlebt. Und bei den Spielen, da habe ich wirklich auf Erinnerung an geile Spiele, gerade da, wo natürlich wo es irgendwie um viel Prestige ging oder halt einfach generell sportlich um viel, dieser Playoff-Run eben oder auch zum Beispiel auch das Jahr vorher gegen Bayern München, wo die Halle fast geplatzt ist und dann war die Stimmung wirklich fast unschlagbar und es hat unglaublich Spaß gemacht, dort Erfolge zu feiern. Also von dem her auch Riesendanke an die Fans, die ja auch zum Teil bis heute immer noch in der Halle sind. So. Und bis heute reden wir, wenn ich auch mal da bin, sehen zum Teil auch noch genauso aus.
Vielleicht ein bisschen älter als ich jetzt, aber nein, geil, geil. Also echt ja. Nur Respekt und danke dafür. Ein paar Namen möchte ich noch raushauen. Ja. Kevin Gaub, mein Mann. Oh, ja. Ja. Der Paul Österle. Dann die Schmauders natürlich, alle. Der ganze Clan, vielen, vielen Dank. Clemens Christ, dessen Sohn mein Doktorand jetzt ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Okay. Nein. Und, genau, ja. Paul Howard, der gehört doch auch noch zu Kirchheim, oder? Irgendwie. Den haben wir auch noch in... Den gibt es doch auch noch. Ja, ja. Paul, der hängt sicher gerade irgendwo ein paar Posters auf. Schwierige Zeit. Paul Howard, geiler Typ. Okay, ja, super. Herzlichen Dank. Vielleicht noch ergänzend zu deinen Worten, Nils. Man sieht immer noch die Leute von früher. Bele, dich habe ich schon lange nicht mehr in der Halle gesehen. Würde mich freuen, dich auch mal wieder in der Halle zu sehen. Vielleicht dieser Hinweis an der Stelle. Und ansonsten noch einmal tausend Dank an euch beiden. Nächste Woche geht es weiter. Mal gucken, ob im Zettel wer kommt. Cedric und Radi. Also auch großartig. Tolle Gesprächspartner, die auch mit euch gemeinsam gespielt haben, die auch Teil des Teams 2011, 2012 waren. Super. Ich glaube, nichts anderes zu sagen als vielen Dank für eure Zeit. Habt ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Macht's gut. Ja, auch. Ja. Danke. Danke auch ebenso. Nachher. Jetzt.